So, schade. Nicht bekommen. Hier muss es so mal. Ja. Krieg ich leider nicht richtig anders hin. Bisschen schade, aber das ist so das Prinzip, sag ich. Das ist das Problem, wenn man hier die Häuser direkt ineinander schachtelt. Wenn man die alles freistehende Objekte nimmt, dann kann man solche Verschachtelungen. Die ganzen Überhänge sehr viel eleganter und präziser machen, als ich es jetzt hier tue. Und ja, das habe ich leider so ein bisschen verpasst hier. Aber naja, gut, kann man jetzt nicht sehr viel dran ändern, leider. Durchgang. So. So muss ich alles dann letztendlich hier ergänzen und so in gewisser Weise seinen Weg finden. Jetzt brauche ich erst noch wieder Schnee. Vielleicht sollte ich mir auch eine Schaufel herstellen, um den Schnee wiederverwenden zu können. Das wäre eigentlich eine relativ simple und sinnvolle Sache, denke ich. So, und das machen wir jetzt mal so. So. Und die Sticks nehmen wir auch wieder mit. Und, okay. Wir haben kaum noch Fackeln. So. Und da oben sind sie. Ha! Wusste ich doch, wo die Knochen sind. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich weiß ich das. So, gut. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben hier eine Wohnung, da eine Wohnung und da oben. Ja, nichts, das Dachgeschoss halt. Das ist nicht wirklich zählbar, ne? Also vielleicht wäre es auch sinnvoller. Das wir hier zu verbinden. Alles klar. So.
Das sieht doch eigentlich ganz okay aus, so, oder? So, ja, netter kleine Wohnung. So. Alles klar. Die Katze wieder am Start hier. So. Ich habe, glaube ich, kein Holz mitgenommen, oder? Nein, Holz habe ich vergessen. So. Jetzt muss ich hier mal schauen. Oh. Das ist natürlich so relativ elegant. Hier mache ich einfach mal das ganze Holz raus. Das ist doch schon mal ganz gut so. So, und hier würde ich das auch so in die Richtung vorschlagen irgendwie. Dann hier Fenster rein. Ja, und dann ist schon wieder die Frage, wie man das weitermachen will, soll, kann oder nicht. Also spontan werde ich jetzt dann hier schon direkt wieder das Dachgeschoss draufzimmern. Oder zumindest halt eben das Dach. Ja, aber... So, eine richtig zündende Idee, wo ich sage, boah, geil. Habe ich jetzt hier gerade noch nicht so. Muss das wie immer so machen. Ja. Das ja. Das heißt, vielleicht könnte man hier auch schon mal anfangen. Eine Art Zimmereinteilung vorzunehmen. Mit der man das Haus ein bisschen besser einteilen kann. So. Ja, nee, das sieht auch irgendwie doof aus so. So, machen wir das jetzt mal so. Dann machen wir hier was. Und hier einen Durchgang. So.
Das sieht doch schon mal einigermaßen aus, oder? Wir haben eine nette kleine Dreizimmerwohnung, wo eins davon ein Bad ist. Wahrscheinlich das hier. Schlafzimmer. Wohnküche. Oder so ähnlich. Finde ich eigentlich ganz okay. Schlafzimmer, Wohnküche und Bad reicht völlig. Zumindest für einen Ein-Personen-Haushalt. Vielleicht nur noch für einen Zwei-Personen-Haushalt. Im Endeffekt sind eigentlich viele Wohnungen so aufgebaut. Genau. Bescheidenheit ist ein wichtiges Gut, denke ich. Und kann man ja hier mal anfangen. Oh. Aber wahrscheinlich wäre es ein paar meiner Zuschauer in diesen Häusern hier in erster Linie zu kalt. Ich meine, die Dinge sind ja auch aus Schnee. Also durchaus erfrischend, aber Heizungen haben wir auch keine. Wasseranschlüsse haben wir auch keine. Im Grunde genommen haben wir überhaupt keinen Wasseranschluss. Hi. Ja, von dem her läuft nicht so. So. Und nun wollte ich Holz holen. Alter. Was das, was diese Scheiße an Holz frisst. Und es gibt nichts Nervigeres, als dieses blöde Eichenholz zu farmen. Ohne Witz jetzt, es gibt wirklich nichts Nervigeres als Eichenholz. Vor allem, wenn die Bäume dann so groß werden. Irgendwo unten ist eine Höhle. Auf jeden Fall, ich weiß nicht so genau, wie ich das hier unten eigentlich handhaben soll. Ich meine, hier ist eine Wohnung, hier drüben ist eine Wohnung, die ich dann noch einrichten muss, letztendlich. Okay, das wird hier ein bisschen schwierig. Dieser wesentlich kleiner als die, das, was ich da drüben gebaut habe. Wobei das ja auch erstmal aus einem sehr, sehr, sehr langen Flur besteht. Gut, da kann man hier theoretisch eine Garderobe, könnte man hier im Normalfall einrichten. Ich meine, der Gang ist 2 Meter breit. Hier eine schöne große geräumige Wohnküche. Hier ein ziemlich geräumiges Bad eigentlich. Ich meine, dieser Raum hat 25 Quadratmeter. Daher hat... ...42 Quadratmeter und das Bad hat 20 Quadratmeter. Ich denke, damit kann man eigentlich was anfangen. So, in der Praxis. Minecraft wahrscheinlich eher schwieriger tatsächlich. Wenn ich jetzt mal so ausgehe, wie groß normale Wohnungen teilweise sind, denke ich mal, kann man sich hier eigentlich nicht, oder könnte man sich hier nicht wirklich beschweren. Oder? Ich meine, könntet ihr euch vorstellen, so einer Wohnung, wie ich sie hier jetzt baue, zu wohnen? Und wenn nicht, warum? Ich meine, das Ding hat... Warte, wie war das jetzt? 42 plus 25 plus 20. 42 plus 25 macht 67. 20, 87 Quadratmeter ist jetzt eigentlich nicht unbedingt was, was ich als klein bezeichnen würde, oder? Es sind halt nur 3 Zimmer.